Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist mal wieder euer Maximus, ich begrüße euch zum LS17 hier in Südamerika. Ja, und wir hatten ja beim Livestream schon einiges zu tun gehabt, gerade so mit dem Stroh. Und wir werden heute die Stroharbeiten, ja, beenden. Wir haben ja auch gesehen, dass, ja, da viel aus dem Haus da rausgeht oder aus dieser Lagerhalle. Bisschen ungünstig. Wie lange ich jetzt hier den LS17 zeigen werde, hängt natürlich von zwei Faktoren ab. Erstens, wie viel Spaß macht es mir? Und zweitens, wie viele Leute interessiert das überhaupt? Weil ich habe wieder so ein bisschen Lust an den LS17 gefunden, aber jetzt nicht auf dieser Map, sondern wieder nach Holzhausen. Was haltet ihr davon? Maximus Comeback zu Holzhausen. Ich weiß gar nicht, was die aktuellste Map jetzt gerade ist von Holzhausen. Weil ich will nicht so eine große Map haben. Eher so ein bisschen was Kleines, gerade wenn man hier für sich hier eine Runde spielt, ist das immer ein bisschen angenehmer, wenn man da alleine agiert. So, wir müssen aber noch eine Sache machen. Auch wenn hier alles irgendwie rausgeht, gerade an den Toren, dann müssen wir mal ein bisschen agieren. So, fahren wir mal hier rein. Machen das Schild auseinander und versuchen das alles irgendwie da hinten an die Wand dran zu kriegen. Oh. Wenn wir das nämlich da hinten an die Wand dran machen, dann dürfte es auch nicht mehr rausgehen aus dem. Ja. Hoch hier. Höher geht das nicht, wa? Ja, Geräte haben wir ja schon ordentlich welche hier, ne? So, warte. Jetzt mal richtig unten. Sollen wir es erstmal so lassen? Wir werden noch immer Stroh hier reinfahren. Da haben wir die Stroharbeiten gleich. Oh, vergessen. Muss ja zusammenklappen. Ah ja. Also großes Ziel ist natürlich erstmal die Zuckerrübenernte. Das ist das große Ziel. Wir müssen erstmal hier nochmal den kleinen Strich hier machen. Die Zuckerrübenernte ist der große oder das große Ziel. Und dann werden wir. Ja, ich nehme ihn ganz vergessen. Ihr seht ja das. So viel Zeit muss sein. Und wenn wir das dann erledigt haben, gucke ich mir natürlich an, wie viel Aufrufe und wie das überhaupt noch angesagt wird, weil wenn da nur 500 Leute gucken, dann brauche ich da nicht weitermachen. Ist leider so. Ah, das sieht schon irgendwie cool aus, oder? Das lasse ich dann meistens immer von der KI dann machen und ist dann doch ein bisschen entspannter. Macht er doch gut. Und ich habe mir auch gleich das größte Feld genommen, ne? Wenn dann muss es natürlich das größte sein. ist schon dreckig, der Bock hier. Und dann müsste er eigentlich auch bald Cattle and Crops irgendwie aus. Nein, nicht aus der Beta raus sein, aber schon ein Stück weiter.
So, jetzt haben wir es gleich. Oh, schauen wir mal. Ich glaube, jetzt ist alles. Wir wieder hoch machen. Mähdrescher könnten wir ja eigentlich auch mal wieder. In die Heimat bringen. Oh. Also ein paar Mods habe ich hier schon drin. Also das wird sich alles noch vermehren, denke ich mal. So. Ja, machen wir es mal anders hier. Ein bisschen hin und her switchen hier. Eine Ladung mit Stroh. Uiuiui. Werden wir noch machen. Das andere wird dann alles nur noch Ballen werden. Ich glaube, da haben wir Stroh genug, wa? So, wollte schon sagen. Er geht auch schnell voll hier, muss ich sagen. Warte mal, ich werde mal hier das einblenden für euch. Ich mag es ja nicht so, wenn so viele Einblendungen sind, aber recht habt ihr. Dann wisst ihr ja Maximus nicht, was los ist. Der macht da schön seine Arbeit. Das ist ja herrlich. Lohnzahlung. Ah ja, das können wir heute doch zum Abschluss bringen. Ja, wenn so ein großer Mähdrescher, der haut natürlich durch sein großes Schneidwerk noch ein bisschen mehr an Stroh raus. Dadurch ist ja der Anhänger hier wesentlich schneller voll. Ich denke mal, das wird mitberechnet, was für ein großes Schneidwerk. Alles andere würde ja irgendwo ein bisschen Quatsch sein. Ich wüsste auch jetzt nicht, wo ich Stroh verkaufen könnte. Wir hatten ja eine Finanzspritze bekommen von unseren Investoren. Die haben sehr, sehr viel oder glauben sehr gut von uns, dass wir diesen Hof zu einer gewinnbringenden Firma schaffen. Ja, ja. So. So, jetzt bin ich gleich voll hier. Ein bisschen zügig machen, noch mal schnell ein paar Ballen und dann geht's los. Oh, da geht ordentlich ab, ey. Das gefällt mir. Schönes Vehikelchen. So, jetzt in den rein. Der fetzt der Trecker. Das sieht irgendwie so richtig schön urig aus. So ein bisschen Stroh kann ja rumliegen, das ist ja nicht so wild. Und an. Wie schnell es geht. Zack. Da legt er ordentlich Eier. So.
bezüglich dem Krone, dem Krone DLC, ich meine dem Stroh Add-on hier, bin ich mir noch nicht sicher, wie mir das rufen soll. Momentan habe ich da jetzt nicht so die Ambition dazu. Für die Kanäle, die das natürlich immer zeigen und machen, ja, ist es auf jeden Fall was. Aber guck mal, Cattle Crops kommt bald in einer Version, wo man schon ein bisschen mehr anfangen kann. Dann soll ja Pure Farming kommen. Und ja, ich könnte es mir natürlich kaufen, aber ich sehe da jetzt persönlich für mich nicht so viel Sinn, ja. So, warte mal, wir müssen das jetzt irgendwie raus. B. Ach so, ich muss erstmal Z. So, er hat er erstmal die Würstchen gemacht hier. So. Ja, halt. Der ist ja auch bald voll hier. Eine Reihe kann er noch machen. Gut, alles klar. So, da müsste er voll sein, ne? Oder kann er noch eine nehmen? Ich glaube nicht. Das ist jetzt Ende im Gelände. Nee, doch. Schön. So, jetzt ist er voll. Gut, dann fahren wir mal schnell zurück. Und ich weiß gar nicht, wo der andere Trecker ist. Ach da. Eieieiei. Ist aufs andere Feld gefahren. Ach, da konnte nicht wenden. Weil ich den natürlich hier hingestellt habe. Warte mal, das müssen wir schnell lösen. Das Problem, Alter, das geht ja gar nicht. Hier noch Stau machen aufs Feld. Ach, und der Mähdrescher steht mitten im Maisfeld. Ist das Mais, ja, ne? Ah, irgendwo hat das ja schon was, ne? Hier mit dem Dschungel. Aber mir fehlen diese ganzen kleinen Details. Ja, wenn ich jetzt hier zum Beispiel über das Feld fahre. Diese Vierecke im Felder. Geht gar nicht. Müsste man gleich verbinden, die Felder. Naja, gucken wir mal, was wir hier noch alles so tun und treiben, ne? Kommt ja auch schon das Stroh raus. Da müssen wir gleich mal was davor packen, ne? Dass keiner sieht. Ja. Hier regnet es eh nicht, deswegen kann das Stroh auch hier draußen sein. Das ist so doll gepresst, da passiert weiter nichts. Warte mal. So. Schön macht er das.
So, und jetzt fahren wir wieder zurück. Und werden uns mal das andere Stroh noch mal widmen und dann sind wir fertig. Wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen aufräumen hier. Wenn wir dann beim nächsten Mal machen, dann müssen wir mit diesem komischen Gerät da hinten düngen, wa? Weiß nicht, ob ich es dann richtig mache, aber ja, wir gucken mal. Die Bahn da hinten, die dreht ihre Runden. Hier, ganz dicht vorbeifahren, gibt es wohl immer Punkte. Achso, war ja Need for Speed. Alles wieder zurücktransportieren. Ah, mal wieder Arbeit ohne Ende. So. Die letzten paar Ballen. Wollte eigentlich für das Gerät hier noch ein Mod holen hier zum Stroh aufsammeln. Aber irgendwie bin ich doch nicht dazu gekommen. Es wird ja auch kein megamäßiges Projekt hier, wo wir hier 50 oder 100 Folgen machen. Das glaube ich nicht. Warte mal, ich muss mal hier gucken. Ah, falsch. Ah, ich will nochmal zurück, ich will nochmal zurück. So, hier. Helfer raus. Weil der hat dann irgendwann Probleme bei den Schienen. Da will ich den lieber nochmal umsetzen. Dass er hier doch jetzt anfängt zu fahren. So. Hier rüber. Wenn wir dann fertig sind, ist ja bald abends, dann machen wir hier Bauer so Frau. So. Oh, Helfer, mache. Oh, den letzten soll er nochmal einsammeln. Dann fahren wir mit denen erstmal nur zurück und lassen ihn da stehen. Ah, wir machen da weiter nichts. So, alles erledigt? Na schön. Dann müssen wir jetzt nur noch ein bisschen aufräumen hier. Weil langsam kommt die Nacht. Das sah ja gar nicht gut in der Nacht. Könnte man eigentlich mal ein bisschen schneller machen, ne? Oh, weiter Knopf. Dass wir beim nächsten Mal früh morgens dann anfangen können. Mal ein bisschen Licht an, dass er besser alles seht hier. Huch, ist das schon wieder dunkel. Komm ich wieder zu spät nach Hause. Oh, ist das dunkel jetzt. Aber wo war nochmal Licht? Hier, F. So. Ich werde den jetzt aber erstmal nur hier an die Seite hinstellen. Den Anhänger. Also das reicht. So. So. Der macht seine Arbeit, das ist schön.
Den fahren wir wieder zurück. Der hat sogar noch ein bisschen was in sein Gerät drin. Läuft doch. Müssen wir auf jeden Fall noch irgendwann mal abtanken. Und dieses andere Feld hier sollen wir wahrscheinlich, wenn wir es schaffen, mal verbinden. Aber inwiefern, wollen wir mal schauen. Also jetzt werden wir erstmal alles wieder zurückfahren. Und den Mähdrescher, den stellen wir auch einfach hier auf die freie Fläche, ne? Weil auf dem Hof ist ja nicht viel Platz. Das ist ja hier unser Hof. So, wir lassen den Tank hier oben offen, weil ja, da soll ein bisschen Luft drin, ne? So, den müssen wir noch zurückfahren und dann. Sieht so komisch aus, ne? Wenn hier so Nebel noch drin wäre. Noch mehr Licht? Ja, wir machen mal volle Pulle Licht an hier. Weil das ist ja nicht mit dem Nebel. Muss das so sein? Nicht, ob es so sein muss, ne? Also. So, warte mal, wo werden wir das jetzt hinfahren? Erstmal hier hin und jetzt haben wir noch das letzte Gerät und zwar den hier. Und jetzt wird es schon wieder hell. Wie spät haben wir es denn überhaupt jetzt? Oh, weiter Knopf. Ja, so haben wir die Nacht auch durch. Na herrlich. Alles richtig gemacht. Warte mal, ich muss halt irgendwie einklappen, das ganze Gerät hier, ne? So. Klappt er sich ein. Und wir könnten die Zeit jetzt wieder ein bisschen langsamer machen. Ach, weiter Knopf. Na ja, läuft das. So, ja, dann machen wir hier Feierabend und wir sehen uns dann natürlich dann beim nächsten Mal wieder. Ich muss da hinten noch düngen. Ich weiß nicht, ob es richtig ist mit der Maschine, aber ich probiere es einfach mal. Und ja, ich mache jetzt mal Feierabend. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.